heute beim nächsten Mal noch eine Diskussion mit dem Hintergrund und so weiter. So, alles. Also, wir haben ein durchaus durchwachsenes Spiel gesehen, mit Höhen und Tiefen, mit einem knappen Sieg. Ich möchte vorweg sagen, lieber Goldmutter, ich habe eure Mannschaft vor etwa 3 Wochen in Jena gesehen. Es ist ein Quantensprung, mit dem, was von da bis heute passiert ist. Ich versuche, das Spiel kurz einzuschätzen. Okay, ich gratuliere dem Gegner zum Sieg. Verdient, aufgrund, dass sie aber in der zweiten Halbzeit etwas eben geführt. Aber am Ende auch wirklich ein bisschen, wir könnten in Verlängerung mit dieser letzten Wurf gehen. Heute haben wir gut rausgespielt und beste Schütze hat freien Wurf gekriegt, aber wir haben ihn getroffen, wäre Verlängerung vielleicht. Aber okay, ich bezweifle dann, wir hätten noch Kräfte gewinnen in dieser Verlängerung. Das heißt, die Niederlage geht in Ordnung. Wiederholen auf Verdien am Ende für Gegner. Aber ich muss sagen, wir haben hier angereist ohne 2 Spieler vom FC Fünf, weil einer ist noch nicht spielberechtigt. Unser amerikanischer Oberspieler ist abgehauen. Andere ist im Flugzeug momentan. Das ist nicht ein ganzes Spiel ohne Aufbauspieler. Typische aus dem Talent, ein Pflege und ein Zentrum dieser Rolle. Das habe ich nie erwartet, dass wir so ein gutes Spiel abliefern. Und wenn ich gucke, die Ergebnisse dann mit Aufnahme. Offense Rebound, wo wir gegen den Goethe dominieren, wir haben die gleiche Statistik oder sogar viel besser, dass wir waren ebenbürtig. Wir haben super Spiel abgeliefert, aber wir müssen, wir waren grün, nicht nur in Trikots, aber wir müssen viele Sachen lernen. Wir haben nur ein Spiel, welcher Proa bis jetzt gespielt hat, ist nicht frier. Die anderen noch Probleme in der Regionalliga, das heißt, die sind unerfahren. Und diese Offense Rebound, diese Aufmerksamkeit war ganz schön unser Los. Wenn wir hätten das unter Kontrolle gehabt von Anfang an, erste Halbzeit mit Gewinnen, vielleicht ein paar Punkte und könnte ein anderes Spiel sein, aber ja, Sieg wird in Ordnung, in Niederlage gesprochen, wir müssen davon lernen und wir haben uns ein wirklich super Spiel abgeliefert, wenn wir gucken, dass eigentlich nur 6 Spieler wir hatten dabei und 3 Amateure noch getrennt in 2 Wochen kommen wir so auch zum Aussehen für das. Haben die Kräfte und ein bisschen Pech, aber wir maximal zu viel. Sie sagen, ist es noch jemand im Flugzeug oder es reist noch jemand an? Was ist das für ein Spieler? Was wir, haben kein, wir haben keinen Aufbauspieler. Also ist das ein Aufbauspieler? Der wichtigste Mann der ganzen Organisation. Aber Kevin hat das gut gemacht, aber war zu sehr, dass es eine wichtige Situation ist, ein Aufbauspieler. Und dann müsste er gerade raus, müsste ein Center schicken. Das ist das Center-Spiel, das ist klar, das ist ein knappes Spiel, wo man dann zweimal Fehler verliest. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jemand von den Spielern hätte gesagt, dass die diese 6 Leute geschaffen haben, nicht so gut ergeben, wie hätte er nicht gefahren. Das heißt, ich muss loben, meine Mannschaft war viel besser als wir erwartet. Ja. Okay, Kevin Fazit kam ja aus Gotha nach Leipzig. Weiterhin Tipps geben können zur Spielweise des Gotha-Teams, erkennt ihr auch, wir machen sie nicht. Seine Trainingsmethoden nicht gut. Oder war das weniger von ihm gelangt? Nein, ich habe mit ihm hier einmal gesprochen, aber wir hatten letzte 2-3 Wochen so große interne Probleme, dass ich musste meine Mannschaft in den Griff kriegen. Und Gegner, ich habe mit ihm überhaupt nicht gemacht. Gegner war erstmal egal. Das ist egal. Wir wussten, Gegner ist Favorit. Wir sind auswärts, das heißt, wir haben nichts zu verlieren, aber ich musste mit ihm Aufbau abgehauen vor einer Woche. Nikita gewollt, das Spielbericht haben wir nicht geschafft. Also wir hatten unsere Schwierigkeiten und Gegner waren erst. Ja, vielen Dank, Ivan Wojtko. Hier die Frage weiter an Marco Simic. A win is a win. Ja, zum Einstand ist aber war vielleicht auch für das Publikum gar nicht mal ganz gut zu sein, die knappe Spiele zum Auftakt in der blauen Welle zu sehen. Aber ich denke dennoch, dass du nicht ganz zufrieden bist, was zumindest nicht den Eindruck macht. Viele kleine Statements zu spielen. Da ist mal ein großes Kompliment an Coach. Leipziger. Uns ist genau das nicht gelungen, was wir vorbereitet haben. Und zwar, wir wussten, dass ein sehr angeschlagener Gegner aus Gotha kommt. Wir haben die Vorbereitung von Leipzig verfolgt. Sie hatten sehr große interne Probleme und wir wussten von Anfang an, Leipzig hat nichts zu verlieren in Gotha. Sie können befreit aufspielen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben frech gespielt, ohne Respekt. Sie haben einfach die Pässe gegeben, frei aufgespielt. Und
haben natürlich Blut geleckt in der ersten Halbzeit. Mit 47 Punkten in einer Halbzeit, das darf natürlich zu Hause nicht passieren. Ich denke auch, dass das die Anfangsphase unsere Jungs ein bisschen verunsichert hat. Das haben wir gemerkt, dass sie vor allem im zweiten, vierten sehr verunsichert gespielt haben. Und dann ja, also mit der zweiten Halbzeit, denke ich mal, können wir zufrieden sein. Ich denke, dass wir defensiv auch in der zweiten Halbzeit zu viele Punkte passiert haben. Und dass wir Ende ein paar unnötige Würfe zugelassen haben, wie in der letzten Reihe von 3 Uhr Glanz, wo wir 7 Punkte geführt haben. Das sind so Kleinigkeiten, die uns reduzieren dürfen. Ich denke, dass ein Sieg ist ein Sieg, natürlich holen die 2 Punkte nach Hause, aber wir müssen auf alle Fälle realistisch bleiben und einsehen, dass das heute von unserer Seite nicht das beste Spiel wird. Abstiegskandidaten Weißenrohr mit Ach und Kraft gewonnen haben, das letzte Spiel. Genau so ein Spiel wie heute Abend, wo wir auch am Rande einer Niederlage waren. Ich denke halt, das sind die typischen ersten Ligaspiele. Ich denke, im Endeffekt haben wir ein viel stärkeres Quota gesehen in der Preseason. Ich denke auch gute Mannschaften. Ich würde schon sagen, dass wir müssen jetzt die Karte im Kopf behalten und uns noch eine Vororientierung für diesen Weg haben. Okay, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, von Seiten der SVT aus, bitte. Tschüss, Dinos. Ich habe so gesehen, die Frage ist Sie, oder war die entscheidende Szene, wenn du dieser Szene im Schaffertsieg gebannt stehst und Gedanken macht, war das auch von der Stimmung her? War es ja das Spiel meiner Meinung nach gekippt? Sehen Sie auch so? Ja, alle natürlich haben die Kräfte nachgelassen bei den Leipziger. Sie haben heute eine kleine Rotation gespielt. Und wir hatten im zweiten, vierten einige Stops von Frau Boris auf den alten Gruppe, die uns dann Gegenstoß, schnelle Runde gebracht haben. Ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele einfache Würfe von außen zugelassen. Selvig und Kreis haben nicht gespielt. Warum? Sind verletzt? Ich weiß nicht. Mein Kreis ist immer noch verletzt. Ja? Und für Selvig, das war meine Auffassung, das war nicht sein Spiel. Weil die Leipziger wollten einen sehr schnellen Basketball gespielt haben. Und für Selvig dann nach einer gewissen Zeit, wenn man jemanden 17, 18 Minuten mit reinbringt, dann riskiert man es auch nicht. Also nicht so ein Spiel. Das Spiel war zu knapp, um noch Experimente zu machen. In der ersten Halbzeit, als die Leipziger ja eigentlich fast dauerhaft in Führung waren, dann auch gedacht, was ging denn durch den Kopf? Eher so keine Panik Lutschung oder? Nein, ich war in der ersten Halbzeit war er ganz ruhig, in zweiten Linien. Aber dann hat er in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr emotionaler. Aber was will man machen? Ja, man muss in dieser Phase, muss man auf alle Fälle cool bleiben. Vor allem, wenn das Leben dann mit 6-7 Punkten Führung geht, dann muss man cool bleiben. Dann darf man auch nicht von den Emotionen leiten. Aber der Ball ist wieder offen. Der Ball ist rund und es gibt keine weiteren Gegner. Aber gut, dann so einfach ist das nicht richtig geworden. Natürlich habe ich innerlich gekocht. Das war ein sehr ähnliches Spiel, das letztjährige Spiel in Salzburg. Sehr ähnliches Spiel. Aber weißer Horn auch. Was das komplette Spiel vorne, wir haben es dann ganz am Ende noch gedreht. Im Endeffekt müssen wir jetzt einfach uns nach vorne bringen und weiter. Aber du sagst, wir haben jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe alle in der Familie, ja, ich habe länger als mein, das ist eigentlich länger. Ja, wir haben noch mal darüber geredet und auch über was auf den nächsten Tagen folgt. Und das hat ein bisschen mehr gedauert. Analyse gemacht und die Jungs sind auch selber nicht zufrieden mit dem Spiel. Also ich denke, dass wir auf alle Fälle, dass uns bewusst ist, dass wir auf einem viel höheren Niveau spielen können und müssen. Und das wollen wir jetzt im nächsten Spiel gegen Paderborn auch
war noch viel, ja, das Teamarbeit, aber wir haben noch ein bisschen einen Spieler herausheben wollen. Kann man schaffen. Aber 2 von heute 8 Assists gespielt, in der Seite hinaus. Insgesamt als Mannschaft hatten wir 17 Assists, wobei wir in vielen Situationen auch, denke ich mal, noch mehr Ball bewegen hätten können. Aber ich denke, das braucht Zeit, das braucht Kontinuität. Offensiv ist eine Sache, die sich in der Zeit entwickelt. Wir haben noch sehr viele Leute im Team, wir haben noch sehr viele Verletzungen in der Vorbereitung. Und ich denke, das braucht noch ein bisschen Kontinuität. Aber ich denke, 17 Assists für das erste Saisonspiel, das ist auf alle Fälle akzeptabel. Die Dreierquote 37 ist aber besser. 37 ist besser. Ich denke, das ist okay. Die Gegner haben natürlich eine unglaubliche Dreierquote. Aber das hat uns auch nicht überrascht. Also, wir hatten gewusst, dass wir aus Leipzig mit Kai Uwe Kranz, Schafan Zick, extrem gute Schulter hat. Und wir haben uns auf alle Fälle darauf vorbereitet und haben das, denke ich mal, heute Abend unterlautet und bestätigt, dass die Gewalt von außen gesetzt ist. Schafan Zick und Kai Uwe Kranz, wenn man sich die Statistiken anschaut aus der letzten Saison, dann nehmen die im Schnitt dreimal so viele Würfe von außen als von innen. Pro Spiel nehmen beide Spieler 6 Dreier im Schnitt und innen hatten sie 2 Würfe im Schnitt in der letzten Saison. Also wir wussten, dass es eine Mannschaft ist, die vor allem versuchen wird, schnell zu spielen, schnell offene Dreier zu kreieren. Ich muss sagen, mit Gatling Inside haben sie eine sehr gute Balance. Heute auch haben sie eine sehr gute Balance gespielt und das hat uns auf alle Fälle Probleme bereitet. Ich finde das so, als ob sie die Leipzig besser kennen als die andere Mannschaft. Ist das nicht so wahr? Also, spitz gesagt, aber schon. Geht jetzt die Vorbereitung gegen die Spieler? Ich würde nicht behaupten, dass die Leipzig besser kennen. Ja, sehr gut zumindest. Ja. Aber wie wir wissen, dass alle Fälle viel über den Leben. Coach Holko, dafür, dass heute noch ohne Etan ein Aufbauspiel gespielt wurde, die Leistung trotzdem gut war. Wie sind die Chancen, Aussichten und Maßnahmen für das Dienstagspiel gegen EA? Das ist ein ganz anderes Spiel, das wir wollen und sollten gewinnen, müssen gewinnen. Und irgendwie total unangenehm. Diese junge Spieler, Wilde, wir haben 3 gute Amerikaner, vielleicht kommen 4. bis dann, ich weiß nicht. Und wenn der Nikita Spieler da und der Auge auch kommt, dann wir haben 2 Spiele mehr. Aber wenn nicht, wir haben wirklich nur die 6 Spieler. Die können total kaputt sein ab Dienstag. Es kann viel schwieriger sein als heute. Aber das ist eine ganz andere Situation. Ich hoffe, dass wir haben diese 2 Spiele mehr. Das wäre schon super für uns. Aber wenn der Auge Spieler kommt am Montag, dann ich weiß nicht, ob ich Dienstag wird so spielen kann. Er kennt die Mannschaft. Das ist schwer. Aber mindestens 15 Minuten oder 10. Nikita Kapchenko hat uns heute auch gesagt, ich brauche Wechsel, ich brauche Rotation. Wir waren am Ende ein bisschen kaputt, die heute waren nicht fähig Verteidiger. Was waren Ihre Worte ans Team nach dem Spiel? Eher stolz auf die Leistung oder eher schade, dass es doch nicht geklappt hat? Ich habe es noch nicht gesprochen mit der Mannschaft. Ich mache das selten, leider nach dem Spiel, weil dann ich sage ab und zu, was soll ich nicht sagen? Dann ich rede am nächsten Tag über. Aber okay, heute geht in Ordnung. Sieg wäre schon übertrieben mit das, was wir haben. Das geht. War möglich, aber wäre vielleicht nicht verdient. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, wir haben heute für uns Gotha war das ein Auftaktspiel nach Maß. Ja, wir haben das Spiel zwar gewonnen, wir haben auch unseren vielen neuen Besuchern gezeigt, wie spannend Basketball sein kann. Danke dafür, dass sich Leipzig hier so stark präsentiert hat. Wir sind beide neu in der Oase, sowohl Leipzig als auch Gotha. Ich denke, wir sind gut daran, uns beiden einen erfolgreichen Saisonverlauf zu wünschen. Alles Gute nach Leipzig. Ich schicke uns ein bisschen Geld von Ja, ich denke, für das erste Spiel, das war ein gutes Spiel. Für das erste Spiel, das war absolut gut. War sehr attraktiv. Also vielen Dank für die Einfahrt und viel Erfolg bei euch.